Peter, du stehst im Finale von The Voice of Switzerland. Hättest du dir das jemals erträumt? Never, never. Nein, ich habe mich an dieser seltenen Sendung angemeldet, um herauszufinden, ob irgendjemand ein Feedback gibt. Und dass mich das Finale spielt, never. Aber es ist cool. Merci vielmals. Noch einmal, merci vielmals. Ihr habt es ausgemacht. Genau, das Publikum hat ja entschieden. Dein Coach hat dir 40% gegeben, ja. Im Will G 60%. Hast du gedacht, dass du noch aufholen kannst? Ich habe es gehofft. Es ist, ich auf einen gewissen Heimvorteil müssen hoffen, weil neben Will G als Sänger ist es heftig. Aber er hat, wie der Philipp schon gesagt hat, hat mich heute so mitgezogen in unserem Duett. Und ich habe es im Fernsehen gewonnen, dass er 60% bekommen hat. Und die hat er auch zu Recht bekommen. Ich finde das Endresultat wunderschön, aber ich habe Angst bekommen. Es ist recht knapp geworden. Wie rechnest du dir deine Chance für nächste Woche aus? Definitiv mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ich will jetzt wirklich die Woche noch reinziehen und alles nehmen, was es gibt für mich. Und dann am nächsten Samstag noch einmal meine Leistung hier auf die Bühne bringen. Und der Rest spielt jetzt heute im Moment so keine Rolle. Also du gehst jetzt feiern, du musst dich nicht schonen? Nein, ich muss mich schon schonen, weil ich habe gehört, es ging morgen gerade weiter. Aber muss wird schon ein bisschen gefeiert. Merci vielmals.